So, einen wunderschönen Nachmittag, liebe Menschen. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir werden jetzt als Überlebende einfach weiterspielen. Und hoffen wir, dass wir das schaffen mit den Herausforderungen. Es sind ja nur 9 Paletten, die wir noch umschmeißen müssen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich streamen werde, aber ich werde schauen. Werde mich einfach nach der Zeit richten, wie es für andere passt. Was hat die da an? Was ist das für ein Skin von Mac Thomas? Krass. Ey, wir sind alle nur PS-Gamer. Cool. Ja, dann gucken wir mal. Oh, wo hat sie pinke Haare? Das ist mir neu. Aber schön, dass wir so schnell was finden. Also kann sein, dass ich irgendwie nach 3 Stunden oder so wieder aufhöre, weil ich später noch was anderes schauen möchte. Und da hat der Killer einfach mal wieder das Spiel verlassen. Nice. Why? Dann suchen wir ein neues. Und ja, morgen werde ich vermutlich dann, sobald ich aufstehe, um uns dann das streamen. Einige Stunden. Und danach schauen wir mal. Ich will dann, auch mich wieder um Final Fantasy kümmern. Vielleicht wird da auch irgendwie ein 12-Stunden-Stream folgen oder so. Muss ich schauen. Ja, uns fehlt noch einer. Katera, was ist das für ein Name? Uns fehlt noch einer. Na, wo ist denn der letzte Überlebende? Das ging gerade so flott. Warum dauert das jetzt länger? Verstehe das nicht. Wir brauchen noch einen Survivor. Danke. Wanderlinde, okay. Jetzt sind wir irgendwie nur mit PC-Gamer unterwegs.
Ah, kann ich jetzt nicht nachschauen. Ah, da werden wir so schlecht abschneiden, aber gut. Okay, und was waren das denn für Opfergaben? Das Grüne kannte ich gar nicht. Pokémon wollte ich ja eigentlich auch demnächst mal streamen, aber irgendwie passt es gerade nicht. Und komischerweise bin ich jetzt wieder, warum auch immer. Mann, warum? Ach, vermutlich habe ich zu lange gepennt. Und wo landen wir? Und wen haben wir als Killer? Glaube, ich muss meine Brille wieder putzen, ey. Dringend nötig. Hey, irgendwie lädt das gerade richtig lange. Kann das sein? Vorschule. Nice. Zumindest das funktioniert, wie es aussieht. Und warum lag das bei mir gerade wieder, ey? Das gefällt mir nicht. Na, was kommt da jetzt an? Ach nee, hört sich wie Demon Gorgo an. Ja, das ist das Scheißvieh, okay. Echt da unten? Unglaublich, ey. Ich bin gerade wieder 9 Minuten am Stream. Ah, und jetzt geht wieder die Tür auf. Macht der anderen random Typ auch irgendwie einen Generator?
Please, Controller. Denkt jetzt noch einmal, hallo Conny. Machst du das jetzt wie auf YouTube? Ach, du bist auch schon wieder zurück, oder was? Wie lange warst du jetzt unterwegs? 10 Minuten oder was? Wohnst du direkt in dem Paketdienst oder was? Aber auf YouTube schreibt man normalerweise erst und sieht so aus, als würde die eine Person einfach draufgehen jetzt. Oder ne, die wurde im letzten Moment noch gerettet. Ich war, sag ja, keine 5 Minuten weg, okay. Krass. Ist das euer Ernst jetzt? Ich hoffe, die andere macht auch gerade irgendwie einen Generator. Was sind die jetzt? Achso. Was war das jetzt für ein Geräusch? Brauche jetzt noch einen Generator oder so. Ach so. Das ist einer verrückt. Machen die anderen auch mal einen Generator?
Ah, verpiss dich doch. Ach ja. Jetzt hänge ich auch mal ab. Sehr nett. Dann ist was, Conny. Ja, auch gut. Ich habe auch kürzlich gefrühstückt. Nach dem Mittagessen. Junge, warum bist du so schnell, du Scheißvieh? Ja, der kann es instant zerstören, alles klar. Dreckiger Mistvieh. Junge, was haben die dir gegeben? Ja, ich habe heute schon gegessen. Och nö, den nächsten. Wartet sie jetzt nur noch, bis ich sterbe. Kämpft sie da jetzt bei der Bodenluke oder was? Ja, okay. Dann. Zu spät. Das sind schon zwei Paletten mehr. Hey, zwei Golds für selber. Ich habe die wenigsten Punkte. Krass. Also dafür die Party, die Bonuspunkte. Okay. Ach,
der lebte noch, okay. Genau. Ey, der hört's doch, der hört die Bohnenluke, der ist in der Nähe, der kann entkommen. Ah, da ist es. Läuft er. Der hat jetzt am Ende einfach mal 10.000 Punkte gemacht oder so. Keine Ahnung. Wie viel hat der von? Ah ja, klar, war ein Dingens. Ein PC-Gamer. Under 15. Ja, gucken Sie, Conny. Barbecue und Chile. Eine tiefe Verbundenheit mit dem Entitos schaltet das Potenzial der eigenen Aura-Lesefähigkeit frei. Nachdem du einen Überlebenden festgehakt hast, ziehst du die Auren aller anderen Überlebenden für 4 Sekunden, wenn sie weiter als 40 Meter von Haken entfernt sind. Jedes Mal, wenn ein Überlebender zum ersten Mal festgehakt wird, erhältst du einen stapelbaren Bonus von 25% auf alle erhaltenen Blutpunkte bis zum Maximal von 100%. Okay. Spannungsstoß. Versetzt deinen Überlebenden mit einem Grundangriff in den Todesstoß, explodieren alle Generatoren innerhalb eines Radius von 32 Metern zu fordern. Löst zusätzlich einen sofortigen Fortschrittsrückgang von 8% aus. Was ist das für eine Fähigkeit? What the fuck? Pope Goes the Weasel. Eine tiefe Bindung zum Entitosus entfesselt große Kraft. Nachdem du einen Überlebenden festgehakt hast, verliert der nächste Generator, den du beschädigst, sofort 25% seines Fortschritts. Der normalen Rückgang wirkt erst nach der Aktion Generator beschädigen. Uneinigkeiten. Jede Generator in einem Umkreis von 64 Metern, der von zwei oder mehr Überlebenden repariert wird, ist durch eine gelbe Aura gekennzeichnet. Wird der Generator zum ersten Mal hervorgehoben, löst Uneinigkeit eine Benachrichtigung über ein lautes Geräusch am Generator aus. Sobald der Generator nicht mehr in Reichweite ist oder nicht mehr von zwei oder mehr Überlebenden repariert wird, bleibt die Aura für weitere 4 Sekunden bestehen. Willst du mich verarschen jetzt? Mal ohne Witz. Willst du mich verarschen, Spiel? Das sind hauptsächlich Talente von den Scheißkiller, sich um den Generator dreht. Wie zum Teufel konnte er mit einem Schlag mich in den Todesstatus versetzen und dann die Palette zerstören? Mit einem Hieb. Hab noch ein Zoom-Meeting, okay. Wie konnte er jetzt da so schnell mit seinem Angriff mich einfach in den Boden schmeißen und dann die eine Palette, die ich umgeschmissen habe, mit einem einzigen Schlag direkt kaputt hauen und was zur Hölle, Mann? Ey, das muss doch ein Talent sein, oder nicht? Als ob der Killer das so von Anfang an kann. Zerfetzen. Oder drücke die Angriffstaste, während du aus dem Abgrund auflädst oder hältst, um nach vorne zu stürzen und einen wilden Schlag auszuführen. Ja, okay. Ja gut, aber das erklärt immer noch nicht, wie er die Palette einfach so instant zerstören kann, oder? Ey, das ist ja brutal, der scheiß Demogorgon. Ich glaube, Lay könnte jetzt gerade streamen, oder? Nee, die streamt immer noch nicht. Okay. Hallo, Basti. Yeah.
Hey, Stimme ohne Stimme aus dem Netz. Du bist genial, Conny. Generell was? Ich habe gesagt, du bist genial. Das sind da jetzt nur noch 7 Paletten, die wir zerstören müssen. Sich das nicht gespeichert? Habe ich mir die Belohnung eigentlich schon abgeholt? Und das nächste ist ein entfesselter Verrückter. Ah ja. Ja, ich freue mich auf diesen zerfetzten Einhorn. Okay, dann viel Spaß bei der Meeting, Conny. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich noch fleißig der Badella spielen, wie es aussieht. Ich brauche eine kurze Pause. Ich habe gerade ein Match gemacht und muss jetzt schon wieder eine Pause machen. Ich bin unglaublich, ey. Was kann ich überhaupt? Ah, nee. Ich muss nur die Tür zu machen und unterwegs rauche ich. Bis gleich.
Kalt. Aber jetzt habe ich zumindest wieder frische Luft, das ist gut. So, dann machen wir jetzt weiter. Angefangen haben wir ja schon, aber ich war jetzt kurz weg. Deshalb machen wir jetzt weiter. Boah, ich hab so einen Ohrwurm von diesem einen Lied. Unglaublich. Cloudhead. Ernsthaft? Dann spiele ich auch Cloudhead. Wenn die alle Cloudhead spielen möchten. Meinetwegen. Können wir so machen. Ja, nice. Cloudhead Party. Ja, wird zwar vielleicht von YouTube gesperrt, aber egal. Wenn ich das jetzt auch mache, aber ich habe gerade Bock dazu. Mir das anzuhören. Mal sehen, wo wir landen und so. Vielleicht hört man das oder auch nicht. Egal. Ich höre es auf jeden Fall. Echt schlimm, ey. Gestern zum ersten Mal, glaube ich, gehört und seitdem bekomme ich es irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Widerliches Schlachthaus, oh ja. Direkt beim Generator gelandet, schön. Oh, der fand ich ernsthaft. Willst du mich verarschen? Die muss ich selber fast nicht mehr. Wow, mein Handy ist so leise. Krass. Okay, ich glaube, das war keine gute Idee, das bei Dead by Daylight zu machen. Nee, lassen wir das, ey. Da höre ich ja gar nichts. Come on. Was war das jetzt von der einen? Und die hat direkt verlassen, wow.
Kann der aufhören zu campen? Hast du noch etwas Zeit? Was bist du für ein dreckiger Killer? Jetzt mal ohne Witz. Ah, wenn ich noch sehr viel Glück habe jetzt. Was soll die Kacke? Wow. Ich hab den zweiten Mal das Motto. Natürlich war das ein PC-Gamer, der genau wusste, wo wir uns sind. Schlampiger Schlachter, du weißt, wo du hinschlagen musst, um sie bluten zu lassen. Bei erfolgreichen Grundangriffen zugefügter Wunden bewirken die Statuseffekte zerfleischt und Blutung. Blutung erhöht moderat die Blutungshäufigkeit des Überlebenden. Die vom schlampiger Schlachter verursachten Effekte Blutung und zerfleischt werden aufgehoben, sobald der Überlebende vollständig geheilt ist. Pirscher. Barbecue und Chili. Hat irgendwie jeder. Brutale Stärke, ja. Natürlich wusste dann instant, wo wir sind und dass es so schnell nachkommen konnte. Alles klar. Fick mich doch, du scheiß Killer. Ja, das finde ich jetzt komisch. Dann nehmen wir wieder Mac. Wollte ich sie nicht eigentlich umziehen?
I don't know. Ah, jetzt haben wir zwei Twilights. Okay. Alles klar. So, mal schauen, ob es jetzt besser läuft. Ah, da sind wir wieder. Okay. Wir waren schon lange nicht mehr da in einem Schneegebiet. Oh, kommt voller, please. Oder liegt schon einer? Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wieder der Fallensteller, ist das euer Ernst? Oh. War da nicht irgendwo mal was?
Ah, verdammt, nochmal. Mist. Schade. Wie zum Teufel die Killer da immer treffen, verstehe ich nicht. Und die nächste Person, die Cyberpunk streamt. Nice. Und bei mir ist es gar nicht angekommen. Oh wow. Zum Teufel, Mann, ey, als ob! Ich schwöre, ich spiele jetzt wieder ein paar Stunden nur den Fallsteller und ich komme nicht so gut an die Überlebenden ran. Warum auch immer die gefühlt irgendwie eine bessere Reichweite haben als ich. Ich verstehe die Scheiße nicht. Warum zum Teufel spielt gerade jeder Veranstalter? Ey, wir haben einen Generator repariert. Krass. Jetzt aber schnell. Für mich ist es schon gelaufen. Ernsthaft. Hey.
Ja, fick dich doch, ey. Ey, bekommen wir jetzt nur noch den scheiß Fallensteller Skelett, die uns da instant nach wenigen Minuten einfach wegficken. Krass. Was ist das für eine Scheiße gerade? Und ich habe es nicht einmal geschafft, eine Palette umzuschmeißen, während er mich verfolgt. Nice. Westing Space, natürlich ein PC-Gamer. Was denn auch sonst? Ey. Genau die beiden, die jetzt am meisten Punkte haben bei uns, bei den Überlebenden, sind jetzt tot. Krass, mal schauen, ob die anderen noch irgendwie mehr machen können. Aber es sieht so aus, als wäre Tamara die nächste. Jetzt stimmt die Depper der Leider, lol. Okay. Alles klar. Nö, nee, die konnten jetzt auch nicht viel mehr Punkte machen. Okay, kann sein, dass ich heute dann doch länger machen kann. Das Pokémon Winterfest? Was ist das jetzt schon wieder? Nehmen wir es mal an. Eigentlich wollte ich ja dann auch noch Schande handeln. Mal schauen. Oh, wie putzig. Sechs Paletten muss ich noch umschmeißen. Okay. Ja, wie mache ich das jetzt? Vielleicht gehe ich dann auch noch online. Vielleicht später. Um 17 Uhr. Okay. Das muss ich auch mal noch anschauen.
ernsthaft? Warum dieser Name? Warum dieser Name? Warum dieser Name? Okay. Warum dieser Name? What the fuck? Oh boy. Eigentlich müsste diese Person einen Mann spielen. Keine Clouded. Es sei denn, Clouded hat das, was in seinem Namen steht. Das würde mich zwar verstören, aber gut. Gibt's auch sowas. Was soll... Manche Namen von den Spielern sind echt unglaublich. Warum ist das überhaupt erlaubt? Ich dachte, da hätte die PS4 mal irgendwie ein Update gemacht, wo man das nicht mehr machen darf. Aber anscheinend geht's doch noch. Ja, gut. Ah, da sind wir ja wieder. Was? Wir haben da schon einen Generator gemacht. Wie schnell sind die denn? War da nicht irgendwo eine Truhe oder so? Ich hab das Gefühl, dass wir wieder Ghostface als Killer haben. Ach, da ist der andere Generator, der repariert wurde. Achso, sie sind zu zweit.
Schläft der Keller irgendwie gerade? Ich hab das Gefühl, der Keller schläft gerade irgendwie. Ah, da ist eine Truhe. Ja, der Keller muss irgendwo schlafen. Hallo? Hey, warum sehe ich nichts mehr? What the fuck? Ach, da ist der Killer, lol. Hallo, Killer, mach mal was. Warum bekomme ich keinen Terrorradius? Wer ist denn das? Ey, was ist denn das für ein Geräusch? Demogorgo wieder? Keine Ahnung, wer so ein Geräusch macht. Pff, weiß ich nicht, bekomme ich überhaupt Punkte, wenn ich so einfach Paletten umschmeiße? Wieder noch in Toiletten. Nee, okay, ich bekomme nichts. Er macht solche Geräusche. Tapferkeit, weil ich gar nichts gemacht habe. Ja. Hey, ich bin gerade verwirrt. Welcher Killer macht solche Geräusche? Das war doch nicht die Legion, oder? Jammerglocke. Ach, das war der Typ! Ernsthaft? Wer hat einen Glockentypen? Der macht solche Geräusche? What the fuck? Okay. Wusste ich nicht.
drücken wir mal auf bereit. So, Moment, Fragezeichen noch. Hallo, bitte mach mal was. Discord. Nee, das hat gerade irgendwie keinen Bock, Intros zu machen. Alles klar. Weil. Ah, okay. Anscheinend geht das gerade jetzt wieder. Okay, wollen die nicht mehr? Okay. Ne, dann komme ich später nochmal live. Wir spielen zusammen. Also ich weiß nicht, ich vermute mal zu gegen 19 Uhr bin ich dann wieder da. Circa, bis gleich. Bis später meine ich.